Willkommen zu einer neuen Folge Wizard 101, einer total hektischen und schnellen. Es ist wieder mal am Tag. Ich kann nur eine Folge aufnehmen. Ich muss zu Bolos Hütte in den Konga-Dschungel. Leute, es gibt ein paar, die haben mir in den letzten Folgen wieder Daumen nach unten gegeben. Ich meine, im Großen und Ganzen juckt es mich nicht, aber es würde mich trotzdem interessieren. Warum? Ich gebe mir doch Mühe. Ich mache das ja sogar hier mit Facecam. Was ist das Problem? Findet ihr das Spiel scheiße, weil ich zum Beispiel nur hier die letzten beiden Folgen gekämpft habe, so einzelne Kämpfe? Warum gebt ihr dafür einen Daumen nach unten? Da kann ich ja auch nichts für. Ist nun mal das Spiel Wizard 101. Wenn euch das Spiel Wizard 101 nicht mehr gefällt, dann müsst ihr ein anderes Spiel gucken. So, aber jetzt gehe ich hier hinten zu Bolos Hütte. Sagt nicht, dass ich da schon wieder kämpfen muss, ne? Ah, dafür gibt es ein bisschen Nebelholz. Muss ich echt schon wieder kämpfen jetzt? Wie abwechslungsreich. Jede Folge ein dicker Kampf oder was? Naja. Heute sind es über 30 Grad. Draußen. Hier drinnen bestimmt auch. Mein Rücken ist schwarz und mein Kriegerherz eisern. Mache dich auf einen harten Kampf gefasst, Zauberer. Ach, hör da mit dem Gelaber auf, Bolos. Was haben wir denn hier? Ausgerüstet. Bosskartenspiel. Was ist da drin? Wupp, wupp, der übliche Kram. Hinein ins Vergnügen. Naja. Bam, 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 badalala. Oh, der andere Typ hat 3050 Lebenspunkte. This is a lot. So, Freunde, der Bolos, Riesenvollidiot. Chaos, Chaos, Chaos. Sei doch nett zu deinen Gegnern. Verpatzt. Gut so, Bolos. Das schnuppert doch mal ein bisschen. Aber das hilft ihm nicht weiter, dem lieben Bolos. Bolos, ich mach dich fertig. Ich werde dich fertig machen und deine ganze Familie. Oh! Guckt euch mal den Trottel Killed Chaos an. Bin schon wieder nicht mit voller Lebenspunktezahl in den Kampf gegangen. Ey, wie doof kann man sein? Oh Mann! Naja, gut. Dann werde ich diesen Kampf höchstwahrscheinlich verlieren, weil das, kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht aufgefangen. Wie doof, Mann. Oder ich helfe mir, indem ich meine Energie erstmal hier auf ihn konzentrieren muss. Wird knapp, wird schwer. Guck mal, wie viele Pips der hat. Wenigstens bin ich als erstes am Zug. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal ein Turmschild drauf. Weil der wird jetzt einen dicken Zauber machen. That's what I said. Trotzdem noch 309, obwohl 50% Schaden weggegangen sind. Zack, jetzt krieg... Boah, die geben es mir aber richtig. 571 nur noch. Toll, das macht Spaß. Das macht Freude. Das macht große Laune. Trotzdem werde ich jetzt versuchen, den kaputt zu machen. Und wenn es nicht klappt, das wird nicht klappen, dann ist es einfach so. Pech gehabt. Habt jetzt auch keine Lust drauf. Mir da Gedanken schon. Kevin, jetzt hättest du doch mal kritisch angreifen können. Wenigstens gibt es hier eine Steigerung drauf. 2, 2, 3, 5. Leider nicht geklappt. Ich hätte also noch eine Klinge reinmachen sollen und dann wäre er wahrscheinlich kaputt gegangen. So habe ich jetzt diesen Angriff vollkommen verschissen. Ja, das war... Nee, komm. Ja, ja, komm, 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 komm. Nee, so fangen wir gar nicht an. Also ich bin so beschissen in den Kampf reingegangen jetzt. Direkt mal mit total wenig Leben. Das können wir so nicht stehen lassen. Oh, meine Flaschen. Was ist denn das denn? Boah, mir ist so heiß. Ich würde jetzt so gern auch da unter so einen Wasserfall mich einfach stellen. Mein Gott, das wäre so geil. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe jetzt gerade keine Lust zu kämpfen. Wir haben die letzten beiden Folgen gekämpft und jetzt bin ich gerade ganz unkonzentriert in diesen Kampf gegangen. Ich gehe jetzt mal nach Wizard City. Da war ich schon gefühlte Jahre nicht mehr. Nochmal zum Bazar gehen, ein bisschen stöbern, gucken, wer so da abhängt. Hi, Leute!
Was haben wir eigentlich noch so für Quests offen? Geisterruf trommeln, ja, ja. Das übliche. Bodus Riesenfaust. Ey, dafür gibt es 20.000 Erfahrungspunkte. Äffchen finden, Amra schwarz. Am Ende muss ich immer noch besiegen. Ich muss zum Gorillathron und sprich mit Santar. Aber gibt noch viel zu tun, wie ihr seht. Aber jetzt gehe ich mal zum Bazar. Mal gucken, ob da irgendwas Schönes ist. Ein bisschen mal Ruhe einkehren lassen. Oh nein, nicht zu viel Ruhe. Da fange ich doch direkt das Gähnen wieder an. Lalalalalalala. Na, wie fandet ihr das gestrige Video? Ich fand's lustig. Ich kaufe mir bald eine geile Cam, Boys and Girls. Eine richtig geile. Die gibt's aber höchstwahrscheinlich nur auf dem Kanal Triple K zu sehen. Naja, das... Da wird noch einiges kommen. So, lass mal gerade schauen. Was haben wir denn hier so an Ausrüstungsgegenständen? Es gibt bestimmt inzwischen etliche Sachen, die ich gut verwenden könnte. Fürstlicher Schutz des Ordens, Schmutz des Ordens. Ich habe 70.000 Goldpunkte. So, ich habe aktuell immer noch die Kapuze des Brandstifters aus dem Wasserwerk umgenäht. Ja, für die, die es noch nicht verstanden haben. So, ich habe allerdings auf der Kapuze des Brandstifters plus 9% Verteidigung. Auf alle Angriffe. Das ist natürlich krass. Und das möchte ich auch nicht aufgeben. Auf der anderen Seite gibt es hier drauf 20% Verteidigung auf Balance, Feuer und Sturm. Und nochmal 5% eingehend Dingens. Und 350 Maximum. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht schlecht. Allerdings verringert sich nein, meine freie Angriffsrate. So. Na, ich bin am Aufnehmen. Willst du mit dabei sein? Ich muss gerade eine Aufnahme machen. Ich weiß aber nicht, ob man dich hier überhaupt sehen kann in der Kamera. Das konnte man beim letzten Mal nicht. Ich muss mir gerade was zum Anziehen suchen. So, da gibt es das und das. So, die 9% Verteidigung sind natürlich relativ läppisch. Fürstlicher Schutz des Dingenskirchens. Was haben wir denn hier noch bei den Roben? Ich muss mal gerade hier wenigstens ein bisschen gucken. Weil meine Ausrüstung langsam aber sicher... So, ich habe nicht mehr so toll ist. Ich habe das unbeständige Gewand. Das hat zum Beispiel Verteidigung. Das ist... naja. Ich hätte gerne wieder etwas, wo ich viel Verteidigung auf andere Schulen habe. Die maximale Lebensenergierate dabei ist schon cool. Also ich habe hier Verteidigung gegen Eis und Sturm. Hier habe ich Angriffskraft plus für Leben, für Tod, für Eis. Das brauche ich ja alles nicht. Ich gebe 3 Pips vom Ziel, braucht auch... Hier gibt es nur ein Bleib her. Ich muss gerade so ein bisschen laut denken. Hier, das ist nochmal plus 9% Verteidigung auf alles. Aber meine ganze tolle Feuerangriffskraft, die geht natürlich flöten. Ah, Leute, ich weiß nicht so genau, was ich da machen soll. Ehrlich gesagt. Kennst du den da? Diesen in Schwarz? Nö. Ich dachte, er wäre irgendwie mitgekommen, weil der da auch die ganze Zeit geduldig steht. Vielleicht ist er auch irgendwas am Gucken. Nö, den kenne ich nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, hier, guck mal. Plus 8% Verteidigung wieder auf alles. Leute, das macht mich ganz wuschig im Kopf. Hier gibt es so viele verschiedene Sachen, auf die man achten kann. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Vielleicht muss ich das auch mal außerhalb des Let's Plays machen, damit ich ganz in Ruhe gucken kann. So, plus 21, plus 200, plus blablabli, blablub. Ich brauche einfach grundsätzlich eine viel bessere Verteidigung. Ich habe eine total beschissene Verteidigung. Und jetzt bitte keine Kommentare, du musst ins Wasserwerk gehen. Nein, ich habe da keinen Bock drauf. Anhänger des bewährten Knappen. Das ist nicht am teuersten im Moment.
119.000. Warum das denn? Warum ist die denn so teuer? Was haben wir denn hier als teuerstes? 192.000 Flammenhellen des Widders. Ich habe an Wizard City damit öfters mal Leute rumlaufen sehen, glaube ich. Warum ist der so teuer? Weil der cool aussieht? Mehr aber auch nicht. Mhm. Plus 13% Feuerangriff? Hm. Naja. Gut, ich habe mich jetzt mal hier umgeguckt, Leute. Wen haben wir denn hier? Tara Todesschwert. Hi Tara. Das Mädchen. Mit ihrem Kätzchen. Hallo. Miau. So. Benix, was gibt ab? Was geht ab? Also warum ist die ganze Zeit so. Ja. Das sage ich dir mal nach dem Let's Play. Was denn? Was möchtest du? Wie gesagt, ich sag's halt nach dir halt nach dem Let's Play. Mhm. Der Benix will was. Richtig. Der Benix will wieder zocken. Nein. Nee, was will er denn? Natürlich willst du wieder zocken. Ja, im Zusammenhang mit dem, ja. In der Tat. In der Tat. In der Tat? Nämlich. Kennt ihr den? Kennt ihr den aus der Werbung? In der Tat. So, ich muss mit Xantar im Kongo-Dschungel sprechen. Wo ist denn der verfluchte Kongo-Dschungel nochmal? Oh mein Gott, das ist voll der blöde Weg dahin. Na gut, wandern wir mal zum Xantar. Warte, du kannst mir ja mal bei Wizard 101 ein Reittier schicken. Sollen wir es mal gerade machen? Okay. Komm her, ich schick's dir mal. Obwohl, ich muss das ja in die gemeinsame Bank verschieben. Du kannst ja mal gerade gucken, was habe ich denn hier alles? An Reittieren. Ich habe die Wolke, die behalte ich. Ich habe hier, das ist nur für einen Tag, ich habe hier den Drachen. Das behalte ich. Dann haben wir hier noch den Monarchfalter, den Steinhüpfer oder die Zwillingslibelle. Die anderen sind gerade zu Hause. Willst du eins der Insekten oder den Drachen? Ich glaube dann eher den Drachen, weil ich ekel mich auch in echt so ein bisschen vor manchen Insekten. Und wenn das dann in einem Spiel noch ist und so riesig, dann... Ja, müssen wir halt mal gucken, wann du auch das nächste Mal ans Aufnehmen kommst. Ne? Mhm. Das ist die Sache. Weil spielen kann ich ja wieder, aber dazu kommt tue ich nie. Ja. Und im Moment sind die Leute auch recht ungnädig, was hier die Let's Plays angeht. Die meckern viel, geben viele Daumen nach unten. Ich weiß also gar nicht, ob sich das für dich so lohnt, weiter Wizard 101 zu Let's Playen, oder möchtest du das trotzdem gerne? Ja, würde schon, aber... Haben dir die Laune nicht verdorben? Ja, ich würde sagen, nicht so hart mit der Kritik dann sein, weil es hat auch letztens einer geschrieben, ich sag jetzt keinen Namen irgendwie, ich soll mich eher auf die Schule konzentrieren und das ist irgendwie, ja... Auch Blödsinn, oder? Außerdem sind ja momentan Ferien. Ne? Und es waren auch Ferien, als ich das rausgebracht habe. Außerdem, auf meiner Schule gibt es keine Hausaufgaben, also... Eben. Das ist auch Blödsinn. Wenn jemand dir sagt, du sollst dich mehr auf die Schule konzentrieren, der kennt dich ja gar nicht. Der weiß ja gar nicht, ob du überhaupt dich auf die Schule konzentrieren musst. Mhm. Und wie kann man sich erdreisten, sowas jemandem zu raten, wenn man denjenigen überhaupt gar nicht kennt? Ist das nicht eigentlich eine riesengroße Unverschämtheit, sowas zu sagen? Das kann man nicht erzählen, sowas. Der soll sich lieber auf die Schule konzentrieren. Wie herablassend ist das denn? Mhm. Solche Leuten würde ich auf offener Straße erstmal einen dicken Arschtritt verpassen, weil ich das wirklich das allerletzte finde. Denn der Bendix und ich, wir können am besten entscheiden, ob er hier spielt oder nicht. Ja? Wir sind ja schon groß. Da brauchen wir keine Tipps und Ratschläge. So, aber ich wollte hier eigentlich... Oder 9 und... Naja, du bist 9. Ja, 9 erst und... Ja, du wirst das im März sehen, das dauert ja noch. Also... Wo ist denn jetzt hier dieser Xantar-Mensch? Die Map. Xantar ist ganz da hinten. Ups. Hä, wie komme ich da hin? Naja, die Folge ist jetzt aber zu Ende. Dann gucke ich mal in der nächsten Folge, wie ich zum Xantar komme. Hm? Xantar! Wo ist Xantar? Xantar! Xantar! Was könnte das für eine Sprache sein? Wizard 101-ish.
Das hat Fano war nicht. So. Jetzt muss ich aber aufhören, denn sonst wird die Folge auch wieder zu lang, die alte Geschichte. Dann kann man es nicht hochladen, das kenne ich alles. Ja, also, du kennst diese Storys alle. Was ist das denn? Ach, eine Mittagsgoldblume, das gehört wahrscheinlich zu einer Quest. Hier ist noch eine. Und da hinten ist Xantar. Dann sprechen wir in der nächsten Folge mit Xantar. Xantar. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.